ganz tiefe Probleme, gerade gegenüber Frauen, mich zu öffnen und mich gehen zu lassen. So. Aber manchmal, wenn du halt eine Person wirklich von ganzem Herzen liebst und da wirklich was da ist, dann musst du auch mal zurückschrauben. Du benutzt YouTube-Stream ja richtig als Therapie. Nee, ich bin einfach offen und ehrlich, weißt du, wie ich meine so? Ohne da irgendwie einen Film drauf zu packen, damit man in der Öffentlichkeit irgendwie besser dasteht. So. Ah, ausziehen oder bei Eltern bleiben, meine ich, während Studium. Es ist brutal wichtig, auf eigenen Eiern zu stehen. Auch mal irgendwie was mit einer Dame, wie du sagst. Bisschen Bunga Bunga ohne Film. Wie willst du das denn zu Hause machen? Sie tanzt in mein Video. Shake Body Girl aus Rio. Sie weiß, ich will keine Beziehung. Aber sie fehlt meine Vision. Baby Girl, komm rein von mir. Du bist viel zu nice zu mir. Warum gibst nicht zwei von dir? Einer fragt, ob ich Bindungsängste hab. Ja. Ich glaube schon, Bro. Ich glaube schon, Digi. Also ich habe schon eine harte Mauer aufgebaut und auch so eine Protection irgendwie aufgebaut. Ich habe auf jeden Fall, ja. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich bin schon davon überzeugt, dass ich so auf jeden Fall leichte Bindungsängste habe, Digga. Leider. Weil, wenn ich so zurückdenke, es gab schon Möglichkeiten, wo ich hätte mich mal frei machen können, wo ich hätte mal mehr offen sein können und einfach mich fallen lassen hätte können und es einfach nicht gemacht habe, weil ich halt Angst davor hatte, mich zu binden irgendwie, mich so angreifbar zu machen, dass ich mich komplett loslasse, so. Habe ich bis jetzt in meinem Leben noch nicht hinbekommen und ich sage dir aber, es gab schon Situationen, wo ich das hätte machen können, ohne zu befürchten. So, meiner Meinung nach, im Nachhinein betrachtet, so. Ja, weil dann siehst du nämlich erst wirklich, ob es funktioniert oder nicht. Weißt du, wie ich meine? Wenn du von Anfang an eigentlich dich abkapselst immer noch, von Anfang an immer noch eigentlich dich das nicht richtig zulässt, diese Liebe und diese Liebe einfach nicht richtig zulässt, sondern immer noch halt so diesen Film oben drauf packst, dann weißt du halt auch nicht, ob es das ist oder nicht. Weißt du? So. Und das ist auch eine Sache, wo ich auf jeden Fall dran arbeiten muss und ich muss es hinkriegen, weil sonst werde ich alleine enden, Dicker, und da habe ich keinen Bock drauf. So, ich habe keinen Bock, Bro. Ich habe tiefe, ganz tiefe Probleme mit dem Thema, gerade gegenüber Frauen mich zu öffnen und mich gehen zu lassen. So ganz tiefe Probleme, Bruder. Und auch ganz andere Sachen, die auch überkrass in so eine Beziehung negativ reinspielen, wie zum Beispiel Schlafen. Ich will immer alleine schlafen. Für mich ist es ein brutaler Struggle, neben jemandem zu schlafen, so, und das alleine so ein Ding, Bro, wie willst du eine Beziehung führen, wie willst du Kinder haben und so, wenn du nicht neben einer Person schlafen kannst, Digi, so, und ich bin auch viel, so, und an meinem Egoismus muss ich auch arbeiten, Digga, weil ich bin viel zu egoistisch, um das zu ändern, weißt du, was ich meine, so, ich sag dann so, mein Schlaf ist mir wichtig, weil ohne meinen Schlaf komme ich nicht voran und ich bin nicht gut drauf und dann ist scheiße, für alle. So, und vor allen Dingen für mich und meine Karriere so und für das, was ich machen möchte so. Aber manchmal, wenn du halt eine Person wirklich von ganzem Herzen liebst und da wirklich was da ist, dann musst du auch mal zurückschrauben, weißt du? Und dieses Zurückschrauben, das ist gerade eine Sache, die halt krass bei mir im Kopf ist, auch jetzt gerade, wo ich in der WG lebe und so. Das ist wirklich eine Sache, wo ich sehr, sehr krass dran arbeiten will, so, als Mensch einfach, weil ich merke, dass bremst mich in vor allen Dingen menschlichen Beziehungen, das bremst mich in menschlichen Beziehungen halt wirklich krass so. Dieses Egoismus, diese Scheu, ich bin schon menschenscheu fast, Digga. So ein Ding. Und Ehrlichkeit ist halt auch voll wichtig, Mann. So auch ehrlich hier zu sein, weißt du? Ich bin auch, ja. Einfach das zu sagen und einfach so zu sein, wie ich bin, Bro. Fertig. Good vibes, man. Alleine schlafen ist wirklich Beste. Ja, aber wie gesagt, Bro. I have a queen size bed. Yeah, man. Same over here, Bro. But I need a king size bed. Alleine für mich so. Du benutzt YouTube-Stream ja richtig als Therapie. Nee, ich bin einfach offen und ehrlich. Weißt du, wie ich meine so? Ich sag halt einfach genau das, was ich denke und was ich fühle, weil ich halt auch, also das Gefühl habe, davon gibt's nicht viele Menschen, die so sind und ich find's halt wichtig, dass man einfach, wenn man in der Öffentlichkeit stattfindet, wenigstens halt ehrlich ist so. Auch wenn man Struggles hat und wenn man Dinge im Kopf hat, die einen beschäftigen oder mit gewissen Dingen nicht klarkommt, dann sollte man die auch ehrlich raushauen
ohne da irgendwie einen Film drauf zu packen, damit man in der Öffentlichkeit irgendwie besser dasteht. So. Das habe ich auch lange gemacht und es fühlt sich einfach nicht geil an. Dann habe ich jedes Mal das Gefühl, wenn ich live gehe, ich muss da irgendwie eine Fassade draufziehen oder so ein Scheiß, Bro. Aber wozu? Ich bin halt so, wie ich bin, weißt du? Und ich habe die Struggles, die ich habe. Und ich finde auch, die sollte ich teilen, weil es gibt bestimmt noch ein, zwei andere Leute da draußen, die einen ähnlichen Struggle haben und die sich dann vielleicht nicht mehr so alleine fühlen mit dem Struggle, den sie haben, so. Weißt du? Ah, ausziehen oder bei Eltern bleiben, meine ich, während Studium. Ich sag dir ehrlich, ich wäre ein Kandidat gewesen, der auch sehr lange zu Hause geblieben wäre, wenn meine Mutter nicht irgendwann entschieden hätte, wieder zurück nach Hannover zu gehen, während ich am Studieren war, so. Aber im Nachhinein betrachtet, sage ich, wenn du über 18 bist, gerade als Mann, aber eigentlich ist es egal, aber ich kann halt gut aus der Männerperspektive reden, gerade als Mann, so schnell wie möglich raus, Bro. So, ich bin da erst, da habe ich einen richtigen Schritt in Richtung Männlichkeit gemacht, als ich keine Mutter mehr hatte, die alles für mich irgendwo gemacht hat, so. Und wo ich zum ersten Mal meinen eigenen Haushalt geschmissen habe, auch so eine Sachen, so grundsätzliche Sachen, so wie, Bro, ich habe in meinem Leben vorher noch nie Klopapier gekauft. Weißt du, was ich meine? Als ich das erste Mal ausgezogen bin, da habe ich dann das erste Mal so an so eine Sachen gedacht, einfach. So, sauber mach, Putzzeug, wie wäscht man Wäsche, da Spülmaschine bedienen, dies, das, bla bla bla, habe ich alles nicht gemacht, sollte man eigentlich schon zu Hause machen, aber, Bro, so schnell wie möglich rausgehen. Ich glaube, und das hat mir auch irgendeiner mal erzählt, dass heutzutage, dass es immer später wird, dass Männer oder auch, ich sag immer Männer, aber ist egal, ich rede jetzt von Männern, immer später von zu Hause ausziehen, so, weißt du, und ich glaube, das tut nicht gut, das tut der Gesellschaft auch nicht gut, weißt du, ich meine so, also ich finde, dass du so schnell wie möglich raus solltest, um auf deinen eigenen Beinen zu stehen und einfach halt auch lernst vom Leben, so, du lernst, du bist protected, wenn du noch zu Hause lebst und du protectest dich die ganze Zeit und viele haben auch Angst davor, mal diesen Schritt zu machen, einfach auszuziehen, aber nee, so schnell wie möglich raus, sage ich dir ganz, ganz ehrlich, weil dann kriegst du auch eine ganz andere Perspektive auf das, was deine Eltern für dich die ganze Zeit gemacht haben, was deine Mutter, bei mir war es halt nur die Mutter, was deine Mutter die ganze Zeit für dich gemacht hat. Du entwickelst mehr Dankbarkeit deiner Familie gegenüber, du wirst zu einem krasseren Mann und du musst ja auch das alles machen können, wenn du irgendwann Frau und Kinder hast, meiner Meinung nach. Also die Leute, die dann so lange zu Hause bleiben, bis sie eine Frau haben und dann erst ausziehen, sind für mich eigentlich immer noch Kinder, Digga. So, weil die werden die ganze Zeit betütet und was weiß ich nicht alles. So, die werden die ganze Zeit verwöhnt von den Frauen, so quasi, von der Mutter erst und dann von der Frau und wissen gar nicht, wie es ist, auf eigenen Eiern zu stehen. Und ich glaube, es ist brutal wichtig, auf eigenen Eiern zu stehen. So. Genauso wie ein Löwe, Alter, in der Wildnis auch dann irgendwann einfach sich verpisst, weil er auf eigenen Eiern unterwegs sein will und seinen eigenen Kampf durchmachen muss, so. Und ich glaube, es tut nicht nur dir gut, sondern auch der Familie. Und wenn dann der Fall ist, dass deine Eltern irgendwann mal wieder Hilfe brauchen oder deine Eltern irgendwie strugglen und du dann merkst, es wäre besser, wieder nach Hause zu gehen, um deinen Eltern zu helfen, dann ist es auch vollkommen okay. So. Aber die ganze Zeit zu Hause zu bleiben und es dann immer so, nein, ich bleib bei meinen Eltern und die kümmern und dies, das, blablabla, das als Ausrede auch zu benutzen, weil du Angst hast, auf eigenen Eiern zu stehen, sollte man auch nicht machen, so. Weißt du? Wie alt warst du, als du ausgezogen bist? Ich glaube 23 oder 22, 21 vielleicht sogar. Ja, nee, müsste schon 22 sein oder so. Bin 29 bei Mutter. Ja, Bro, man muss aber auch sagen, Dicker, ich glaube, du bist Türk auch, ne? Da ist es auch sehr verbreitet, glaube ich, ne, dass man schön zu Hause chillt, Digga. Aber die Eltern wollen auch eigentlich gar nicht gehen lassen, bevor du nicht eine Frau hast, oder? Das habe ich oft gehört auf jeden Fall. Nein, du gehst nicht. Und ich sag dir ehrlich, Mann, ich habe auch dieselben Vibes. So, ich wäre auch zu Hause geblieben, wenn meine Mutter nicht abgehauen wäre. Sag ich dir ehrlich, ich wäre wahrscheinlich auch lange zu Hause geblieben. Allein wegen Bunker sollte man eine eigene Bude haben, Junge. Bro, auch krasses Feeling, einfach mal nackt zu Hause rumzulaufen. So, einfach Vibes zu catchen. Weißt du, wie ich meine? So, auch mal irgendwie was mit einer Dame, wie du sagst. Bisschen Bunker ohne Film, so, weißt du? Wie willst du das denn zu Hause machen? Und auch, ich weiß nicht, ab irgendeinem Alter ist es doch auch voll cringe, wenn du irgendwie
Digga, wenn du irgendwie, keine Ahnung, du schreibst mit einer oder du hast ein Date oder so und dann läuft irgendwas und dann sagst du, ey, ich wohne aber noch bei Mama so. Mit 28 oder so. Wir müssen jetzt, keine Ahnung, im Auto chillen. Oder? Das ist doch scheiße, Digga. Und wie cringe ist das zu Hause? Also ich weiß nicht, ich habe auch nicht kaum irgendwie was mit einem Mädel gehabt zu Hause. Weißt du? Wenn meine Mom da war. So, ist auch ein komisches Gefühl einfach. Weißt du? Kann man mal so, man hat mal so einfach so geschmuggelt, weißt du, wie ich meine? Auf Nachtsbasis oder so, wenn man weiß, die schläft, dies, das. Zum Glück war mein Zimmer direkt am Türeingang. Und mal geschmuggelt und mal so auf leise was gemacht, so, aber geil ist das nicht, Digga, im Alter. Wer kennt das nicht, sehr, sehr ehrlich. Im Wald, sagt dein Bruder, hör auf. Bin mit 19 ausgezogen, stark, Cemo. Es gab auch eine Zeit, wo viele Leute, gerade Deutsche, auch mit 18 einfach so jetzt ausziehen, Digga. Du bist jetzt alt genug. Oft halt auch Support gekriegt, also viele von meinen deutschen Freunden auf jeden Fall, damals haben dann auch Support gekriegt von den Eltern und so und dann verpisst ihr euch so. Weißt du, wie ich meine? Aber ich glaube, auch das ist dafür keine Miete, Digga, schreibt einer. Ja, Bro, aber das, also ich sag dir ehrlich, das lohnt sich. Du musst dir jetzt auch keine richtig fette Bude ziehen, einfach so eine kleine Einzimmerwohnung reicht schon. Miese Paranoia gehabt. Wie so Paranoia gehabt, dass Mama immer reinkommt, wenn Chaya da war. Ich schwör, Digga. Ich schwör's dir. Voll. Die Stella fragt, was ist mit der TV Straßensound Kooperation geworden? Das war ein April-Scherz. Musst du mal richtig angucken. Ernste Frage, meinst du, du wirst irgendwann eine ernsthafte Beziehung führen können oder wird das schwer bei den aktuellen häufig wechselnden Frauen irgendwann umzudenken? Fragezeichen. Ich habe aktuell keine häufig wechselnden Frauen und ich hatte auch schon eine ernsthafte Beziehung in meinem Leben, Bro. Das ist wieder dieses von außen oberflächliche betrachtet, der bumst auf jeden Fall jeden Tag eine andere, so wie der aussieht. So, nee. Bro, ich kann dir nicht mal mehr sagen, wann ich das letzte Mal Sex hatte, ich schwör dir. Jetzt ohne Scheiß. Ohne Scheiß jetzt. Also ich bin konzentriert, fokussiert auf meine Livestreams, auf meine Videos, auf mein Vorankommen. Ich hab noch was vor, so. Ich hab noch was vor, weißt du? Und ich hab halt auch Bock. Und das ist halt das, so, man kann sich hier viele oberflächliche Vibes an den Start holen, so, aber ich hab Bock auf was... Man, Bro, wenn du halt in so einem, wenn du halt auch in einem Urlaubsgebiet, ich war in Tulum die ganze Zeit vorher und, Digga, da kommen und gehen. Das sind wenige Leute, die einfach stabil da bleiben, so. Und wenn du das eine Zeit lang machst, und ich bin auch schon 31, Bruder, ich habe schon so viel durch. Also ich habe schon so viel durch. Ich habe schon zeitlang in meinem Leben so viel Spaß gehabt, wie ich haben möchte. Und auch wechselnde Partner und dies, das, bla bla bla. Aber Bruder, am Ende des Tages macht es einfach auch nicht zufrieden. Weißt du? Ich habe einfach auch gemerkt und für mich realisiert, dass ich zu der Zeit, wo ich mit meiner Ex zusammen war, auch am besten eigentlich am Start war. So, weißt du, wie ich meine? So, die Vibes waren einfach am besten. Der Fokus lag nicht immer auf Frauen und bla bla bla, so, weißt du, sondern auf Weiterkommen, Vorankommen, auf der Beziehung und so. Und das ist was Schönes. So. Und mittlerweile kommt es auch aus dem Innerlichen raus. Vorher war das halt nicht so. Sage ich euch ehrlich, da habe ich halt im Innerlichen immer noch gefühlt so, oh, ich will dich, ich will dies, ich will das. Kann auch sein, dass es jetzt gerade nur eine Phase ist und ich dann wieder so denke, aber ich kann schon auch am Alter liegen, so, dass das Innere irgendwie sich mehr wünscht. So, laber nicht, dachte, du bist 24, 25 oder so. Ja, das ist halt auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen an der Stelle, ja. Also, das ist schon nice, dass ich halt noch wie 24, 25 rüberkomme. Das heißt halt, ich hab noch ein bisschen Puffer quasi, so, weißt du? Bin mit 20 ausgezogen und konnte mir noch nicht mal Butter aufs Brot schmieren. Bro, wenn ich in eine andere Stadt ziehe, glaubst du, man fühlt sich am Anfang einsam in einer neuen Stadt? Wie kann man da vorgehen? Am Ende, ich kaufe Tinder Gold. Ich find's geil, Alter, wie Leute immer so Fragen stellen, so...
Das hat so ein bisschen so großer Bruder-Vibes. Manche Leute, glaube ich, wollen einfach so ein Advice haben, so. Ich feiere das, Digga. Und deswegen würde ich auch gerne mal so ein bisschen so talken auch mit euch, weißt du? Mal euch Fragen stellen lassen mit Stimme und so. Das ist dann auch, glaube ich, nochmal ein bisschen anderer Vibe. Auf jeden Fall, wenn du in eine neue Stadt ziehst, boah, da kann ich dir Geschichten von erzählen. Ich war schon so oft in einer neuen Stadt. Das erste Mal, wo ich in einer neuen Stadt war, da war ich 12 oder 11 sogar. Ich bin halt ein Mensch, der schnell oberflächliche Kontakte auch knüpft. So, ne? Bei mir dauert es immer lange, bis ich jemanden deep an mich ranlasse. Dass es halt so eine richtig intime, krasse Freundschaft oder irgendwas wird. Aber so einen oberflächlichen Vibe habe ich ganz schnell. Habe ich meistens schon am ersten Tag, wenn ich irgendwo in einer neuen Stadt bin. Ich schwör's dir. Also ich weiß noch nicht, ob ich das anziehe oder ob es einfach an meiner Offenheit und meiner... Ich laufe halt auch so durch die Welt so. Ich gucke jedem in die Augen, der mir über den Weg läuft. Und ich versuche immer irgendwie einen Vibe zu catchen. Wenigstens Hallo zu sagen oder so. Und wenn ich spüre, da ist auch was Gegenseitiges, dann fange ich immer ein Gespräch an so. Deswegen für mich ist es relativ easy, neue Leute kennenzulernen. Aber dann halt so wirklich langfristig Menschen am Start zu haben, mit denen du halt auch Vibes, tiefergehende Vibes austauschen kannst, ist schwer manchmal in einer neuen Stadt so. Ist auf jeden Fall schwer manchmal in einer neuen Stadt. Jetzt auch in Tulum zum Beispiel, habe ich halt auch relativ schnell dann Mitch kennengelernt. Über ihn habe ich dann noch ein, zwei andere Leute kennengelernt. So. Und da waren halt dann so ein Mitch zum Beispiel, der war halt immer da, wenn es ein bisschen deeper wurde so. Bei ihm und bei mir, wir sind uns relativ ähnlich und wir haben auch Probleme so und das war halt geil, mit jemandem das zu teilen so, weißt du, jemanden zu haben wenigstens, dem man gewisse Sachen erzählen kann. Zusätzlich dazu dann halt noch eine Laura, mit der ich auch oft FaceTime, meine Mom, mit meiner Ex habe ich auch oft geredet, so, das hält einen dann so auf jeden Fall aufrecht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass jetzt zum Beispiel, dass so eine Justine auch da ist, ist einfach auch nice, so, weißt du, weil einfach, keine Ahnung, es ist schon wichtig, Menschen, bei mir gerade, wichtig, Menschen mit positiven Vibes in meinem Leben zu haben, ja, man, diesen Austausch halt, auch wenn es nur kurz ist, so, weißt du, einfach halt jemanden zu haben, mit dem man sich austauschen kann, ist schon wichtig, Digga, für mich auf jeden Fall.